allerdings nicht. Mal meine ganzen Gäste. Ey, dreht euch um. Eine Person, aber erstmal. Hallo, Mama. Die Party geht los, Leute. Bedient euch mit Essen und mit Tee. Aber beim Essen macht euch gleich auf. Wie eine Schwangere. Ja. Das hat deine Mutter für dich gemacht. Was hat die, ja, was hat die alles nicht gemacht? Ja. Genau. Und meine ganzen Freunde haben auch ganz viel gemacht. Isst und trinkt nebenbei, fängt das erste Spiel an, Leute. Das sind die Basic-Sachen, so weiße Buddies von Ella noch damals. Die habe ich schön gewaschen, gebügelt und für euch bereitgestellt. Das heißt, erstes Spiel geht jetzt los. Jeder, der beginnen möchte, geht in die Küche, hat 5 Minuten Zeit. Die anderen können weiter sitzen und quatschen. Da sind so Textilstifte, die ich dann stelle, und ihr könnt euch was einfallen lassen. Es wird am Ende jemand gewinnen. Ich werde nicht wissen, wer was gemalt hat. Und derjenige kriegt einen Preis und das Schönste sucht am Ende aus. Guckt euch aber gegenseitig die Sachen nicht ab. Jeder, der gemalt hat, kann das T-Shirt irgendwie zusammenfalten und vielleicht in die Tüte reintun. Und am Ende werde ich die einzeln rausholen und den Gewinner ernennen. Okay, macht mir aber nicht zu klar, wer was ist. Also, ne? Bei der weiß ich noch von Ella Sonne mit Bart und Yunus. Hat die einfach so eine Sonne gemeint mit Bart und meinte ich, das war Yunus. Okay. Deswegen, ich mache euch das bereit. Gleich. Ja, Wettbewerb neu. Ich werde dann recht haben. Während die mal an sich an die Tasche an die Tasche. Nein. Das liegt nicht an dir, keine Sorgen. Habt ihr verstanden? Ja, und wir fangen da direkt an, ungefähr schätzen und dann abschneiden deine Hand halt. Aber einer muss das behalten, damit ich es mal so sehe. Und jetzt in solchen Fotos. Kann ich jetzt auch. Gut, wie hältst du? Ich such dich zu den Wille. Ja? Das ist schief. Ich weiß noch, die waren richtig krank danach. Nee, du darfst das nicht anfassen, nicht küssen. Aber das ist normal, wenn ihr Mütter seid, versteht. Eine versteht mich, eine ist das nicht so. Man will sein Kind vor allem, bei Milan bestimmt so, ja, vor allem, wenn er Hautprobleme hat. Guck mal, der hat auch zum Beispiel Neurodermitis, genau so. Das liegt an Neurodermitis, der hat genau das, was Ella hat. Vor allem, wenn du denkst, dann wird es schlimmer. Du siehst diese Hautausschlag. Meine hatte gestern wieder mit deiner Schwiegermutter. Ja, du kommst gleich mal rein. Ganz wichtig. Ja. Ganz wichtig jetzt. Sorry, Baby. Ja. Ich schneide dir das Tod. So, Leute, ich würde mich jetzt gerne in Körper schneiden. Das hat die mittlere Tasche von mir angemacht. Und ihr habt sehr lange dafür. Und bei Ella hatte ich
im Bauch gehabt und habe die dann durch die Mitte geschnitten, deswegen als Kaiserschnitt, deswegen schneide ich jetzt ganz vorsichtig das normale System, muss ich gleich mal hinschauen. Genau. Inshallah. Amen. Dann hätte ich mit, inshallah. Alla muss da. Er wird Ebu Arzt von Schinda, Herr Jörg von Schinda. Inshallah. Kutlanı, kalp ayı, planı alıp beraber büyütürüz. Die kommen jetzt. Ich werde jetzt tatsächlich schon mal Karten. Du kannst auf dem Sofa mitspielen. Zieh dir eine Karte. Mal, Bingo kennt ja jeder, ne? Ja. Dann kannst du noch meinen. Aber weiter, ich muss gleich los. B6. Boah, ich hab Bingo. Einen rausgehauen. Ja, hast du gewonnen? Ja. Da, gib mal die Sachen auf, ich kontrolliere. B6, ja. Deine Mutter, die hier ist, ist von D41. Ja. Was? Die 41. Ja, ich bin die Bankholding. Die kriegst du nicht. Deine Mutter? Oh, 66. Ja. Nein, die tut aber nur so. Ich hab mal gleich, wenn man so mehr. Okay. Als ich erfahren habe, dass dein Mutter schwanger ist mit dir, ich habe mit deiner Oma im Sommer einen Schwangerschaftstest gehabt, damit wir etwas Lustiges bei deinem Onkel testen können. Leider kamen wir nie dazu. Irgendwann, als deine Mami und Papi und Ella bei uns waren, erzählte deine Mama deiner Oma, dass sie vielleicht schwanger sein könnte. Dann hat deine Oma gesagt, dass wir einen Test zu Hause haben. Der Tag, an dem wir erfahren haben, dass es dich gibt, bevor ich anfange zu erzählen, muss ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Ich habe dich mir tief im Herzen gewünscht. Ein gesunder Junge. Ich sage immer, ich sage immer, ich wünsche mir zwei Söhne. Mein erster Sohn soll Nedan heißen und mein zweiter Sohn
soll Baran heißen. Echt? Baran wusste ich gar nicht. Und nun trägst du den Namen meines wünschten Sohnes. Dünyan Enmut Laha, was zu Augen schon. Dein erster Dings Ultraschlag. Seni ilk gördüğümde güçlüyüm. Süß. Deine Hand. Wie de selam veriyorsun bize. Ich habe zu Gott, dass... Nee, ich bete zu Gott, dass deine Hand nur Gutes tun wird. Dass du gute Noten schreiben wirst. Ja. Ella wird Arzt. Ella Doktor olacak. Und sein Bruder geht ihren Weg. Dass du gute Noten schreiben wirst und anderen Menschen helfen wirst. Deine Cousine Lara hat gerade mit Kleber rumgeschmiert. Deswegen musste ich kurz. Nee? 100 Herze kleben. 100 Herze kleben. Was hat sie gemacht? Diese wunderschöne Hand soll niemals einen anderen oder eine andere verletzen. Pass immer gut auf deine Mutter und Schwester auf. Zweite Mutter. Wieso beobachtest du mich? Ja. Das ist eine Schöne. Eine. Die Mutter der Ajay. Der Mutter Ajay, der ist Schöne. Er ist so Nachfolger von mir. Also, bak kime benziyorsun. Göz rengi kahve mi, yeşil mi ya da mavi mi? Ela mavi diyor. Saç rengi siyah mı, kumran mı, sarışın mı? Çok merak ediyorum senin Miran'ı. Ich finde das Foto auch voll süß. Aber hier sieht der aus, als hätte der Segelohren, ne? Ja, ein bisschen. Aber, ich aber glaube, das hat er so geschnitten. Der Arzt hat das so geschnitten. So, bin ich halt Aschke. Dann der Böhnchen. Ich mache immer alles unter Zeitdruck und sehe da zweimal das selbe Bild. Ja, Kuschel. Ah, oh, das Foto. Ja, Kuschel. Du hast richtig schön Dings gemacht, ja? Das Foto ist echt voll schöner. Wir beide Latina gehen. Hier waren du, deine Mutter und ich auf Dilek Havas Henneabend. Güzelde oynadıket beraber. Erinnerst du dich? İmkansız bu bunu hatırlamak değil mi? Olsun bak. Ben sana anlatıyorum bugünü. Miranım sen niye böyle güzelsin? Yemin ederim ich kann es kaum erwarten dich zu sehen. Acaba nasıl olacak wenn ich dich in meinen Arm halten werde? Wenn ich deinen Geruch riechen werde. Wann hast du das Foto ausgedrückt? Wann hab ich das gemacht? Kuschel, warte! Da, auf dem Sofa. Hier auf dem Sofa, hinterm Sofa. Guck mal da. Meine Nase läuft die ganze Zeit. Das ist süß, ey. Ella wird neidisch, das ist bei ihr. Deine Mami ist gerade im Shopping. Bitte, da sind wir bestimmt zusammen. Mhm. Und du so bist schön am Schlafen oder bist du wach? Auf jeden Fall bist du glücklich zufrieden in Mamis Raum. Ich hab viel gemacht, da ich mir gedacht. Warte mal, ich hab geschwungen. Oh, du wächst weiter in Mamis Raum. Warum war ich gerade noch? Achso, wo mein. Achso. Die hatten mir so Angst um dich. Deine Mama ist sehr krank geworden und musste ins Krankenhaus. Unser Herz blieb für einen Moment stehen, bis dann der Arzt gesagt hat, alles ist gut. So eine Wirkung hast du schon für uns. Ja, Mann. Ich bin so krank, ich schwöre, das ist ein Nachbild. Wie viele Kilo bin ich? 58? Schau mal, ich hatte deine Mama hat so viel abgenommen. Nachdem sie deine Schwester auf die Welt gebracht hat, ja, ne, alle Gelde. Und die war so glücklich, als sie wieder die Größe 36 getragen hat. Ich schwöre, ich war voll stolz. Und mit dir legt sie alle Kilos wieder drauf. Aber es ist nicht schlimm, weil du es bist. Sensin, du darfst alles kubernoten. Wir sind bei allem dabei, Janan, wie groß du bist, wie viel du wiegst, ob du gesund bist, wie du dich entwickelst, deine Organe, Knochen und so weiter. Kuschuk. Du wusstest, dass ich so richtig Rotze bekomme, ne? Meint, die müssen wenig Rotze bekommen. Ganze Schminke gibt dir ja. Jetzt ist es egal. Babybauch. Was? Babybauch-Selfies. Du wächst so schnell, Miran.
wie du wohl charakterlich sein wirst. Wirst du mein mehr nach Mama kommen oder nach Papa? Beides ist schon. Ja, er hat beides, deswegen kenne ich schon. Ah, oder Mama kommen. Wirst du emotional oder wirst du eher ein kühler, ernster Mensch sein? Ja, Mann. Das ist jetzt der Unterschied zwischen uns und mir. Denke, du wirst ein sehr humorvoller junger Mann sein, der einen ganz weichen Kern hat und dann noch eine ernste Ausstrahlung haben wird. Aber dich werden die Leute als Komiker sehen, weil du alle zum Lachen bringen wirst. Das ist Jumbo, ne? Er bringt dir auch immer zum Lachen. Hier warst du noch kleiner. Deine Mami präsentiert stolz ihren Bauch. Deine Mama trägt dich unter ihrem Herzen und ich trage dich in meinem Herzen. Deine Mami freut sich schon so sehr auf dich. Zähnen waren diese Öle und Idylke, obwohl du nicht mal. Jetzt kommt meine ganze Krankheit raus. Ich habe gut zurückgesteckt, habe ich das Gefühl. Zähnen waren diese Öle und Idylke, obwohl du nicht mal auf der Welt bist, erleben wir dich so stark. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ella da çok mutlu, o da çok heyecanlı. Neneleri, dedelerin, amcaların, dayıların, teyzelerin ve halaların hepimiz çok mutluyuz. Erste Dings, so nicht. Erste Kelleschnachfolge darum. Ja. Hiç mi erkek yok? Das sage ich auch immer zu Jonas. Ich sage immer, okay, jetzt wird es langsam Zeit, die letzten Wochen. Dann doch gut schießen. Und dann nochmal meins Bauch und Arsch richtig. Ich hab gesagt, sie sind gleich, ne? Die letzten Wochen. Du wirst mittlerweile 8 Monate alt. Wir zählen schon die Tage. Im Februar 2019 sollst du auf die Welt kommen. Oh, die Klamotten, die Spiegel. Deine Bodies wurden gewaschen, gebügelt. Mami breitet sich auf dich vor. Herkes, Schwan, Tokay, Jamma, sen geliyorsun. Ella da çok mutlu, biliyor musun? Ben ablayım diyor ve çok seviniyor. Ama Ela mı? Sen fırla da sen kabul etmem diye geç şunu diye de deniz rey. Yaptık aslı bu ayet. Bis du da bist, hält Ella schon mal deine Spielecke warm. Ben de bebeğim dedi. Hat angefangen rumzuspielen. Sen bir gel yanımıza. Senin ablan seninle çok çok oynayacak. Ela seni çok seviyor Milan'ım. Dört gözle seni bekliyor. İnşallah ya amin. Oh. Hediyelerin sana özel yaptırılmış. Annen, baban. Bu arası ver işte yine de. Bu ses zeigen, ey. Ben mi? Sticker? Achso. Ella. Ella hat mir geklebt. Ella hat dich hier geschmückt mit Sticker. Kuschuk. Süß, oder? So spielt mit dir schon, obwohl du in Mamis Bauch bist. Oh. Ela senin için ne hazırladı bak. It's a boy, Miran Show. Morgen ist deine Babyshower-Party. Deine Mutter schmückt gerade. Hat sie heute Sekunde noch alles gemacht. Oder hat das noch gestern, glaube ich, gemacht. Ja. Und schreibe gerade diese Texte für dich. Talk, ask, oder? Das ist so Biz Mama ona Jumbo diyoruz. Erinnerst du dich an meine Worte, dass du ein sehr humorvoller Mensch bist? Diese Eigenschaft hast du von deinem Vater. Schöne Grüße an Jumbo. Oh Gott, Kuschu. Rede kam, also meine ganze Krankheit ist jetzt gerade raus aus mir. Ja, was ist denn so? Warte, ich muss noch mal Luft schnappen. Oh, richtig schön. Das ist richtig krass. Das hat mich jetzt richtig getroffen. Milan, weißt du, was ich mir vom Herzen wünsche? Dass du der vollste Mensch auf Erden sein wirst. Dass du deine Familie liebst und schätzt. Dass du immer auf deine Eltern hören wirst, weil sie wirklich nur das Beste für dich wollen. Manchmal bist du einiges im Leben nicht verstehen können, aber das ist okay. Du wirst noch einer gewissen Zeit alle Antworten bekommen.
Sieh die Schule als die wichtigste Aufgabe. Dadurch wirst du einen Traum von dir erfüllen können. Wenn du Polizist, Arzt oder Pilot werden möchtest, benötigst du gute Noten. Und diese Erfolge werden eine Bereicherung für dich sein. Deine Mutter ist auch eine sehr schlaue Frau. Und diese Eigenschaft wirst du von ihr haben. Wenn du dich für Technik interessieren solltest, dann hast du eine Eigenschaft von deinem Onkel abbekommen. Zielstrebigkeit und Disziplin wirst du von deinem Vater lernen. Er tut wirklich alles für euch und das jeden Tag. Wenn du dich später mal verlieben solltest, dann liebe sie von ganzem Herzen, weil ein bisschen Lieben gibt es nicht. Komm sofort zu mir und erzähl mir. Du machst du direkt so ein Tante-Feeling, ja? So ist bei Kim Sebischee. Wenn du das Lesen und Schreiben gelernt hast, lese dir diesen Brief durch. Du bist ein wunderbarer Mensch, Miran. Hör niemals auf, an dich selbst zu glauben. Du kannst alles im Leben erreichen. Egal was ist, ich bin immer für dich da. Ich liebe dich, Nessie. Ach ja, bevor ich es vergesse. Da du den Namen von meinem Sohn aus meiner Fantasie trägst, bekommt es mir so komisch vor. Wenn ich vielleicht keinen Sohn haben werde, wirst du durch deine Existenz diesen Traum von mir vollständigen. Beziehungsweise du hast es vervollständigt. Gerne oğlum olmasan da. Rüyamdaki Miran oğlumu sen gerçekleştiriyorsun. Deswegen bin ich sehr glücklich. Ich habe dir einen Autospiegel Baupolis, einen Fußball. Bunları almak bile çok güzeldi. Miran'ın çok mutlu. Kamera gidiyor, glaub. Das muss noch anstecken. Miran, halt kurz dein Bein noch. Çok mutluyum. Nein, der nimmt auf. Benim için çok büyük bir anlamı var. Ben sana kurban olurum. Havasının prensesi. Prenses halasının göz bebeği. Ben seni çok seviyorum. Hier kommen bis zu den Fotos von deinem Baby Shower Party. Deine Mami macht diesen Buch noch fertig, hayatım. Annenin karnındaki son günler. Da kommen noch die ganzen Fotos, ne? Oh, Kuschel, das hast du echt so süß gemacht. Aber ich im Buch noch eine versteckte Sache, aber die wirst du... Nein, nicht jetzt. Die wirst du irgendwann mal... Ich dachte so, du wirst das irgendwann mal so sehen. Weißt du, hätte ich das jetzt nicht gesagt, görmezsin mich sen. Hätte ich die Fotos gemacht und dann, glaube ich, belki bu sayfa çok geç bulunacak, son sayfa. Dies soll meine Worte nur an dich persönlich sein. Die Welt steckt voller Überraschung. Du wirst vielleicht mal traurig sein. Vielleicht werden dich mal manche Menschen enttäuschen oder du wirst mal etwas nicht zu 100% schaffen können. Das gehört alles zum Leben dazu. Aus Fehlern lernt man. Ich liebe dich. Denk nicht, alles muss perfekt laufen. Im Gegenteil. Du musst aus Erfahrung viel sammeln. Im Leben, das Wichtigste im Leben, beziehungsweise der Sinn des Lebens, ist es, glücklich zu sein. Hep mutlu ilişki yolları seç. Kalbinin temizliğine kararlarını ver. Zaman çok çabuk geçiyor. Sen de her dakikanı tadını çıkar. Kuşuk. Das ist sehr süß geworden. Nimm mir weiter auf. Ich muss mich ja noch bedanken. Du hast mich voll berührt damit. Das war sehr, sehr, sehr persönlich und sehr emotional. Ich wusste es, dass ich trotzdem ein paar Mal habe. Jetzt zittert ja auch noch, voila. Ich? Ja, Kuşuk. Miran hat auch sehr gut, dass er euch alle hat. Und schau. Wir sind nur noch ein paar Jahre, aber hier genießt die Zeit mit euren Neffen und Nichten. Deswegen, die Zeit kann man da nicht mehr zurückdrehen. Guck mal, das ist